Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Mega Adventure Part. Im letzten Part haben wir den Tower fertig erkundet. Mehr eigentlich auch nicht. Und ach ja, wir haben das Bösewichte-Team endlich kennengelernt, die Primer anscheinend. Und in diesem Part stellen wir uns der nächsten Route. Route 7, hier haben wir auch noch kein Pokémon gefangen, nur dass ihr es wisst. So, jetzt geht es gleich weiter. Freezy Blend einfach gegen Ambidiffel. Sehr schön. Minfu. Dagegen setzen wir unser Chuck ein. Auf dieser Route, auf der Route 7, ich glaube so hieß sie, haben wir noch kein Pokémon gefangen. Ich bin schon gespannt, welche Pokémon es hier gibt. Aber ich bin eigentlich mit meinem Team schon so zufrieden, wie es ist. Deshalb brauchen wir eigentlich kein Team. Oder haben wir irgendetwas hier verpasst? Gibt es hier einen Orden oder nicht? Nein, gibt es hier nicht. Okay, dann werden wir einfach mal weiterziehen. Entschuldigung für einen kurzen Cut. Mich störte eine Fliege. Die war wirklich nervig. Und warum gibt es in letzter Zeit keine Pokémon mehr, wo man den Sprite sieht? Denn wie gesagt, in diesem Hack sieht man die Pokémon, sieht man bei ein paar Pokémon den Sprite und deshalb will ich nicht in die Wiese gehen. Rocktom müsste eigentlich stärker sein. Okay, Mega Drain. Wirklich Songkern. Warum Songkern? Reptane, schäm dich, du brauchst 3 Hits für das schwächste Pokémon zu besiegen. Es trifft auch nicht einmal. Also, Reptane. Wir wechseln in Glutexo raus, denn wir haben ja die schöne Attacke Dragon Rage. Also, Wut? Nein, nicht Wutanfall. Wie hieß die Attacke auf Deutsch? Drachenwut, ja, so. Einfach auf Deutsch übersetzen. Ins Deutsche übersetzen. Und wir haben Lady Hannah besiegt. So, und die reden alle über den Arenaleiter für den dritten Orden. So, Zerschneider. Wir haben Treebee, was Zerschneider kann. Floramaton. Also, die Routen sind nicht so groß. Finde ich schon ein bisschen enttäuschend. Aber nun gut. Dafür können wir hier ein neues Pokémon fangen. Rockdump. Snivy. Kann man hier Serpifeu fangen? Wow, wir treffen einfach nicht. Wow. Okay, dann wechseln wir raus in Lumen. Okay, wir können nicht rauswechseln. Dann benutzen wir einen Supertrank. Ich habe Angst, dass unser Pokémon stirbt oder wir benutzen Sweetheart, reicht eigentlich auch schon. Können wir jetzt schon rauswechseln in Herzfeuer? Nein. Greifen wir weiter mit Rocktomb an. Außer wir treffen nicht, das ist wieder was anderes. Rocktomb. Rap. Okay, jetzt können wir rauswechseln in Lumen. Ja, das Snivy nervt schon ein bisschen, aber Leute, wir dürfen gleich ein neues Pokémon fangen und hoffentlich wird das ein schöner Encounter. So. Wir haben eine Petroberry bekommen, sehr schön. So, welches Pokémon erhalten wir auf Route 7? Tangela. Warum trifft Rocktomb nie? Okay, dann werfe ich mal einen Ball. Also Tangela, es hat eine gute physische Verteidigung. Wenn es an Zielkraft erlernt, entwickelt es sich zu Tangelos. Also ich bin mit diesem Pokémon eigentlich schon sehr zufrieden. Jetzt muss es einfach nur noch in dem Ball drinnen bleiben. Willst du den roten Ball haben, so wie deine Schuhe? Angreifen will ich dich nicht, denn wir sind auf einem zu hohen Level. Tangela, bitte bleib einfach in einem Ball drin. Dann haben wir einen schönen Pflanzen-Pokémon als Backup. Dann halt nicht so. Marshall.
So, benutze einfach mal Spark. Sehr schön, macht keinen Schaden. Nochmal Spark. Und es ist paralysiert sogar. Sehr schön. Dann müsste es eigentlich gleich in diesem Pokéball drinnen bleiben. Oder auch nicht. Wir wollen nicht angreifen, sondern dann werfen wir einen Superball, denn du bist blau. Tangela, bitte bleib einfach in diesem Ball drin. Ist es immer so schwer zu fangen? Du bist paralysiert, bitte. Danke, Tangela wurde gefangen. So, Tangela nennen wir einfach mal Amy. Amy, perfekt. Sehr schön. So, dann können wir auch diese nervige Route verlassen. Müssen wir mal wieder was einkaufen. Ja, du heißt mir nicht Pokémon, danke. So, gut. Great Ball. 5 Stück kaufen wir davon. Ein Full Heal. Man kann schon Full Heal kaufen. Ah, das ist der Hyperheiler. Brauchen wir, denke ich, nicht. Super, passt. So, jetzt erkunden wir zuerst die Stadt wieder. Vielleicht bekommen wir ja irgendwelche Geschenke. Oh, Team Rocket Typ. Ein Grunt, ein Rüpel, okay. Was ist das? Bekommen wir hier eine Kanne für die Bären? Okay, in dem Schild steht nichts. Okay, sie sind eingezogen. Nichts weiter, okay. Zertrümmerer können wir hier später erst weg. Du brauchst 3 Orden. Okay, dass wir hier hin können. Revive, ein Belieber. Ja, ein Mini-Nugget haben wir gefunden. Perfekt. Flora Gym City. Dieses Jahr. Gewinner Ash, Arena, Brandon, May, Red. So, gut. Interessant wirklich. Aber ehrlich gesagt, die Arena wird ein Free-Win sein. Wir haben E-Slash, also Duringard, dann noch unser Glutexo. Wirklich denke, dass wir ein Free-Win sein, diese Arena. Wir haben auch noch Wennipet, was sich bald zu Rollum entwickelt. Ich glaube, so hieß dieses Mon. Was? Floratown ist die schönste Stadt in der Akiba-Region. Jetzt wissen wir auch, wie die Region heißt im Pokémon Mega Adventure, wo wir spielen. Da-da-dam. So, natürlich werden wir mit Lumen beginnen. Lumen is holding something. Nugget. Nice. Gras-Pokémon, okay. Okay, die Stadt erinnert. Die Arena erinnert mich wirklich an die zweite Arena von Diamond and Pearl. Nicht Blast, sondern Diamond and Pearl. Wirklich sehr schön finde ich sie. Und das Sonken nervt schon. Aber sie ist vergiftet. Aber die Igelsamen nerven. Okay, das Sonken ist so eine Bedrohung, ist in Anführungszeichen Bedrohung. Es hat 2 Giftstachel überlebt. Was kann dieses Bluebella? Nichts. Zum Glück haben wir Schutzschild. Es leecht den. Okay, wir wechseln raus in unser Herzfeuer. Und spür eine Lokanonade. Sehr schön. Und dieses Mon ist jetzt futz. Die Tate. Poison Tail. Poison Sting weg. Perfekt. So, wir haben jetzt ein Power-Up bekommen. Und dieses Bluebelle gibt sehr viele Erfahrungspunkte. Schade, das entwickelt sich noch nicht. Ich hätte mal gern einen Rollum, ehrlich gesagt. So. Die nächste Trainerin. Ist das eine Monopflanz-Arena? Nein. Wir haben Bellsprout gesehen. Wachstum. So. Was wird das Ace von dieser Arena-Leiterin sein? Spekulieren wir mal. Ich könnte mir wirklich einen Bisa-Knoss vorstellen. Oder ein Bisa-Samen. Sowas ähnlich. In der Art. Ein Lorblatt. Ich denke, es wird ein Status sein. Oder vielleicht sogar ein Sazenia. Wäre auch cool. Ein Tangela könnte es auch sein. So, back. Dann benutzen wir mal einen Potion für unser Lumen. Wir wollen jetzt nicht
ins Pokémon Center gehen, wir sind zu faul. Und es gibt schon ein paar Trainer, das muss ich schon sagen. Burmi ist jetzt nicht ein Stahlburmi? Nein, das ist dann ein... Was ist das für ein Burmi? Ach, ich glaube erst die Entwicklung ist dann vom Typ Stahl. Ich glaube, so war es. Bombedam ist dann erst vom Typ Stahl. Wahrscheinlich war es so in Wirklichkeit. Ich kenne mich bei Burmis und bei Bombedam nicht aus. Und in der Arena braucht man sehr schnell. Interessant. Wie viele Trainer gibt es hier, Leute? Oh wei. Persuben, wenn es rauswechseln will, denn dieses Pokémon nährt schon wirklich. Wir wechseln es auch auf wegen den Egelsamen. Fungus. Was ist Fungus? Tarnpigner. Blazeburn. Weg mit dir. Okay. Notfall haben wir noch Blazeburn von Glutexo. So können wir auf jeden Fall jedes Pflanzen-Pokémon one-shotten. Hello, Train. This is Jeff. How are things? Want to battle? I'm not going to be... Ach, wir haben ja von irgendeinem Typen die Nummer angenommen. Der hat wahrscheinlich angerufen. Warum haben wir ihm die Nummer gegeben? Aus Versehen. Das District can't be cut down. Wie? Müssen wir dann diesen mitgehen? Das kann schon sein. Haben wir jetzt den Weg? Ist der Weg frei jetzt? Man muss einen Umweg rennen, aber egal. Ich freue mich schon, wenn wir gegen die Arenaleiterin kämpfen können oder Arenaleiter. Wow, ist das Diamond oder Pearl? Ah, für den neuen KP passt das schon. So, nun geht es weiter. Lucas, so heißt er. Willkommen in der Arenaleiter-Train. Ich hörte, dass du schon zwei Orden hast, aber es wird nicht leicht gegen mich sein. Komm, lass uns kämpfen. Da, 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 da. Dearling, Bambi. Kann Lumen Dearling besiegen. So, dabei sehe ich nach, wann sich unser Pokémon entwickelt. So, auf 21 sehen wir, sehr schön. Nuzleaf, was ist Nuzleaf? Wir bleiben einfach mal drinnen. Und es entwickelt sich auf Level 22. Blanas. Fake Art. Poison Sting. Okay, wir benutzen mal Schutzschild, um zu sehen, was die Gegner tun will. Nature Power Tri-Attack. What? Wir haben eine gute physische Verteidigung, oder? So, Summary. Ja, die beste. Eagle Slash zählen wir natürlich jetzt nicht. Dieses Pokémon ist etwas anders wieder. Das ist zu OP. Cross. So, dann greifen wir jetzt mit Poison's Tail an. Oder mit Schutzschild. Das war mein Fehler. Das war wirklich mein Fehler. Was? Es ist auf Level 25? Was? Warum ist es auf Level 25? Roseli oder was? Warum ist das Pokémon auf Level 25? Okay. Darum. Blazeburn. Bitte, one-shot das. Danke. Das habe ich nicht mitgekriegt. Darum hat es so viel Schaden gemacht. Okay, Wachstum hat es auch benutzt. So, ein Pokédex. Okay. Resnuts haben wir erhalten, aber wir haben ein Pokémon verloren. Wirklich, das ist traurig. Die Trainer waren so stark. Oh mein Gott, muss ich wieder trainieren? Hallo, Train. Was geht ab? Okay. See you, okay. Sie hat nur etwas gesagt. Bla bla bla, aber... Warum haben wir jetzt ein Pokémon verloren? Mich interessiert gerade, wir haben es auf einen Nuzlocke eingestellt.
Es ist tot gerade, ja. Wenn wir es heilen, ist es dann immer tot? Bleibt es dann immer tot oder nicht? Das interessiert mich gerade. Das erste Pokémon haben wir verloren. Ja, es bleibt tot. Interessant. Richtig cool. Können wir nicht schummeln. So, weg mit dir, leider, Party-Pokémon. Ja, Venipet, danke, dass du dabei gewesen bist. So, wir werden jetzt noch ein Pokémon fangen. Aber wir haben Igislash als Counter, muss man sagen, wenn es ein starkes Pokémon kommt. Wir sind wirklich underlevelt, das muss man schon sagen. So, bitte, wir brauchen kein Blitz hier. Der erste Trainer. Okay, Magnet. Aber warum war wirklich der erste Trainer so stark wieder? Okay, wir wechseln raus in unser Herzfeuer. Nur die Trainerleiter war wieder so OP. Und warum die Trainer jetzt nicht, ist schon ein bisschen komisch. Was bekommt Scary Face? Braucht keine Grimasse. Magnemite. Herzfeuer, Dragon Rage müsste eigentlich schon ausreichen, oder nein? Sonic Boom, Ember. Sehr schön. Nein, und was ist das Pokémon auf dieser Route? Magnemite. Haben wir schon noch Luxium Team? Ja. Ja, gehen wir mal in Rash. Und greifen. Werfen einfach mal ein Pokéball. Vielleicht bleibt es ja in den ersten Ball drinnen. Toll. Magnemite wurde gefangen. Ein paar Pokémon bekommen Level Up. So ein Stahl-Pokémon ist sehr cool. Sheldon, perfekt. So, dann heilen wir unsere Pokémon. Kaufen noch ein paar Supertränke. Wir haben genug Geld. Wir haben sogar Nugget und Mini-Nuggets. Das passt ja auch schon. Und wir holen uns jetzt noch ein Pokémon ins Team. Magnemite wäre okay, aber wir haben schon Elektro- und ein Stahl-Pokémon-Team. Deshalb will ich ein anderes Pokémon haben. Und wir können uns die Pokémon mal ansehen, die wir bisher gefangen haben. Gramurx. Amy. Was nehmen wir ins Team? Nein, das ist zu OP. Ich will... Wisst ihr was? Wir setzen Dexter wieder nach vorne. Ich habe Bock auf dieses Mon. Und ich will Radikal benutzen. Wirklich, wie oft werden wir Radikal benutzen? Radfratz ist jetzt vorne. Soll ich ein Offscreen-Training machen? Ich habe keine Ahnung. Sehen wir ihn noch. Auf so, ein Voltoball auf Level 18. Wir gehen in Igislash, in Durengard. Vielleicht benutzt es ja Explosion. Sacred Sword. Und es ist ein One-Shot. Sehr schön. Sehr schön. So, der nächste Trainer. Ein Stolunia. Wie viel macht Biss? Matlab. Die Trainer sind wirklich an einem schlechten Level. So, Chuck können wir benutzen. Water Pulse. So, müssen eigentlich nicht trainieren. Außer wenn wir später gegen einen starken Trainer kämpfen dann, aber das wird plötzlich sein und nicht einfach so, das würde überraschend sein. Ferroseed. Da wechseln wir natürlich aus in unser Herzfeuer. Es ist nur auf Level 10. Lol. Und Walzer, Dragon Rage, weg mit dir. Und als letztes Pokémon kommt Bronzor rein. Da bleiben wir drin und drücken Dragon Rage. So, die Frage ist, geben wir uns im Radfratzen den EP-Teil oder nicht? Super Potion. Das Bösewichte-Team ist wieder da. Der nächste Trainer. Ein Gentleman, jawohl. Shinox? Okay. Das müssen wir eigentlich hinkriegen. Tackle. Oder es macht mir zu viel Schaden. Treebi. Okay. Die Frage ist, soll ich offscreen Ratfratz zu Radikal entwickeln oder nicht? Das ist die Frage. Oder soll ich es einfach mit einem EP-Teiler trainieren?
Freezy Blends. Tackle. Okay, müssen rauswechseln. In Herzfeuer. Spark macht 18 KP, Crit würden wir überleben. Und diesen Kampf haben wir zum Glück ohne einen Lost gleich gewonnen. Was ist das nächste Pokémon? Shinox. Blazeburn. Weg mit dir. So, ich habe Angst, wenn ich Faunastatue oder Lokanonade benutze und drinnen bleiben, dass ich dann vielleicht Reptin oder Glutexo verliere. So, ja, jetzt machen wir es wirklich. Wir setzen Marshall nach vorne, geben Dexter den EP-Teller, Gif, XP-Share, denn wir sind eigentlich overlevel, könnte man sagen, und deshalb, wo ist der XP-Share da? Deshalb brauchen wir, finde ich, jetzt nicht offscreen es zu radikal entwickeln. Sonst leveln wir wirklich nicht davon. Zapladin! Oh mein Gott! Magnetino ist cool, aber Leute, es ist ein Zapladin. So, okay, Glutex kommt dann nach vorne. Volterp! Bitte! Ich will einfach nur flüchten, Junge. Danke. Wir setzen wirklich Glutexo nach vorne und besiegen dann die Popen. Ausgehen wollte, bald wechseln wir immer dann wahrscheinlich in Durengard. Einfach, weil ich Angst vor diesem Mann habe. So, wir werden jetzt noch Fell. So. Ein Rare Bone können wir verkaufen. Dann noch Nuggets. Und perfekt. So, bye. Great Ball, 11, nein, sondern Super Potion brauchen wir 11 auf jeden Fall, vielleicht noch ein paar Pokebälle, 5 Pokebälle und das passt schon. Haben wir die Pokémon geheilt? Nein, noch nicht, das werden wir jetzt noch erledigen. Ich muss sagen, die Stadt ist überhaupt nicht groß, ist wahrscheinlich nur ein kurzer Zwischenstopp, war auch so. Und Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.